Hallo, Tina. Hallo, Lisa. Wie geht's? Gut, danke. Und dir? Auch gut. Bist du zu Hause? Ja. Warum fragst du? Ich kaufe gerade ein. Deine neue Wohnung ist doch in der Nähe vom Supermarkt. Ja. Ich möchte dich besuchen. Hast du Zeit? Ja. Gute Idee. In circa 20 Minuten. Super. Ich bereite etwas zu essen vor. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Zwanzig Minuten später. Komm herein, Tina. Das ist meine neue Wohnung. Wow, so schön. Stell deine Einkäufe doch auf den Tisch. Das Wohnzimmer ist groß und hell. Ja, es gibt zwei große Fenster. Das Sofa ist bequem. Der Fernseher ist modern. Der Tisch und die Pflanze sind aus Japan. Die Lampe auch, oder? Ja, und die Kissen hier auch. Komm mit, ich zeige dir jetzt die Küche. Das ist meine Küche. Sie ist klein, aber praktisch. Es gibt ein Waschbecken. Es gibt einen Tisch und zwei Stühle. Es gibt einen Herd mit Backofen. Es gibt einen Kühlschrank. Die Küche gefällt mir. Essen wir danach Sushi? Ja, aber komm. Ich zeige dir jetzt noch das Schlafzimmer und das Bad. Das ist mein Schlafzimmer. Es gibt ein Bett, es gibt eine Lampe, ich habe eine Kommode, aber ich habe noch keinen Kleiderschrank. Das Bild ist schön. Ja, es zeigt meine Heimatstadt in Japan. Hier habe ich noch einen Teppich. Komm mit, wir gehen ins Badezimmer. Das ist mein Bad. Es gibt zwei Spiegel, ein Lavabo, eine Toilette und eine Dusche. Huch! Ich habe zugenommen! Nein, nein! Die Waage ist kaputt. Sie funktioniert nicht richtig. Uff! Ich bin erleichtert. Guten Morgen, liebe Schüler und Schülerinnen. Und jetzt erklären wir das letzte Thema ins Lehrbuch Schritte 1. Lektion 4, meine Wohnung. Hier ist meine Wohnung. Das Schlafzimmer, das Wohnzimmer, das Arbeitszimmer, der Garten, die Küche und das Badezimmer. Der Wortschatz hier ist sehr wichtig. Und jetzt lernen wir die Möbel. Die Möbel. Der Schrank, die Schränke. Der Tisch, die Tische. Der Stuhl, die Stühle. Der Computer, die Computer. Der Baum, die Bäume. Das Bett, die Betten. Das Sofa, die Sofas, das Regal, die Regale, das Waschbecken, die Waschbecken, die Dusche, die Duschen, die Lampe, die Lampen, die Toilette, die Toiletten, die Badewanne, die Badewannen.
die Elektrogeräte, der Fernseher, der Kühlschrank, die Waschmaschine, der Herd, der Computer, die Lampe oder Stehlampe. Und die Frage könnte sein, was ist das? Das ist ein Tisch, ein Regal, eine Badewanne. Und was sind das? Das sind die Stühle. Und hier passen auf Singular und Plural. Jetzt kommt die Grammatik Verbkonjugation. Und wir haben schon gelernt die Endung des Verbs. Also ich sage, ich, er, du, es, die, er, es, sie, die, wir, sie und sie, Respekt, en, ihr, die. Und hier oder jetzt lernen wir die Verben, die mit D oder T beenden. Alle Verben, die mit D oder T beenden, fügen wir E mit Personalpronomen du, er, es, sie und ihr hin. Zum Beispiel mieten und vermieten. Ich miete, du mietest, er, es, sie mietet, wir, sie und sie respekt mieten, ihr mietet. Und auch das Verb vermieten. Wir sagen, ich vermiete, du vermietest, er, es, sie vermietet, wir, sie und sie respekt vermieten, ihr vermietet. وزي ما كلنا شايفين ان احنا ضفنا هنا الاي ما بين التي والاستي الاندونج ديس فيربس اللي باللون الاحمر عشان اخفف النطق واريح الكلمة فاعرف انطقها بسهولة. Gefallen. Gefallen ist ein Verb. Und hier gibt es zwei Formen von Gefallen, Singular und Plural. Und hier äußern wir über die Sachen, die uns gefällt. Zum Beispiel, das Sofa gefällt mir. Die Sofas gefallen mir. Und durch die Übungen können wir besser verstehen. Wähle aus. Das Haus gefällt mir sehr. Hier sprechen wir über das Haus. Und wir konjugieren das Verb mit Singularform. Also sagen wir, das Haus gefällt mir sehr. Die Stühle gefallen mir sehr. Die Stühle, das ist Pluralform. Und hier konjugieren wir das Verb mit die Stühle. Nummer 3. Gefällt Ihnen die Küche hier? Ja. Und hier sprechen wir über die Küche. Und die Küche ist Singular. Gefällt Ihnen die Küche hier? Ja. Die Schränke in Braun gefallen mir. Die Schränke Pluralform. Und das Verb gefallen in konjugieren wir mit Pluralform. Nummer 5. Wie gefällt dir das Bad? Wie gefällt dir das Bad? Es ist groß.